Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands Pre-Sequel. Ich wusste es so, dass es kommt. Mit der Peitschen-Peach. Ich bin ihm gerade die ganze Zeit hinterhergelaufen und dann bin ich bis halt. Ah ja, nee, gell, du redest nie bayerisch. Die Folge geht 10 Sekunden und direkt da kommt's. Ich sag ja, das ist... Bin ihm direkt hinterhergelaufen. Ja, hinterhergelaufen. Hinterhergelaufen. Wir dürfen nicht vergessen, den Elektrozaun da irgendwie zu deaktivieren. Ja, aber das machen wir doch jetzt mal, oder? Gehen wir noch runter. Ja, wir müssen mal gucken, wo das Kabel entlang läuft. Also hier oben. Ah, stimmt. Oh, das geht ja sehr hoch. Dann springe ich mal hier hoch. Ich habe gerade eine Herausforderung geschafft, Nachbrenner. Oh. Da tut's gut, Nachbrenner. Wenn's Brenner tut. Brenner tut's gut. Oh mein Gott, nee. Ich muss echt aufhören damit. Oh, Sauerstoffvorrat bei 50%. Das ist natürlich nicht gut. Ich sammle mal noch ein bisschen Geld ein. Ja, money, das war money, mir klar. Money. Das war mir klar. Jetzt Brenner tut. Oh Gott. Crazy people. Das Problem ist, dass ich hier so viel hochschweben muss. Aber wie komme ich denn da jetzt hoch? Hallo. Ich bin auch da. Naja, wo ist denn? Jetzt bin ich oben. Aber die Leitung... Das ist schon die Leitung. Das heißt... Scream in Silence. Was ist denn das jetzt für ein Rätsel? Die Leitung kommt doch von da hinten. Stimmt schon, dann geht die Leitung da hoch. Ich glaube echt, ich spinne gerade. Bin auf 50% jetzt, hat. Na, ich bin gerade auch schon wieder reingeflogen, dass ich nicht krepiere. Ist es hier irgendwo? Nee, oder? Ich weiß es nicht, also das Kabel ist eigentlich... Hört genau da auf, wo ich gerade eben drauf stand. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Hallo, warum komme ich hier jetzt nicht raus? Ey! Willst du mir jetzt sagen, dass ich feststecke? Schaut nicht so aus. Nee, jetzt. Ja, hier oben drauf, dann hört die Leitung auf. Aber ich kann hier nichts machen. Ich komme da gar nicht hoch. Oh! Nee, ich kann nichts machen. Keine Ahnung. Check ich gerade nicht. Und mein Sauerstoff ist auch schon wieder am Abhauen. Dann komm rein, da ich bin in einem Räumchen drin. Nee, das verstehe ich gerade nicht. Verdammtes Echo! Emily hat sich erholt. Ist das zu glauben? Das ist ein echtes Wunder. Schwester Nina sagt, vor einer Stunde auf der Krankenstation hat eine Art lila Licht Emily angestrahlt. Und da ist mein kleiner Mondschein aufgewacht. Ich habe gekündigt und vom letzten Geld 2 Tickets weg von Elpis gekauft. Wir gehen nach Pandora und fangen neu an. Wer oder was dieses Wächter-Alien auch ist, ich danke ihm. Da hinten ist an... Uah. Ich bin jetzt runtergeflogen. Ich habe jetzt mal auf die Kiste verzichtet. Ich bin gerade irgendwo anders. Folge schließen, um den Fluss zu stoppen. Einem klugen Kammerjäger wie dir sollte das nicht so schwer fallen. Du musst ja nicht nur runterspringen zu mir, dann bist ich du bei mir. Ich muss jetzt erst mal ein paar Badass-Seidel knitzeln. Oh. Ich glaube, ich komme da, glaube ich, gar nicht mehr hoch. Na, kommen doch, komm Sie schon. Zu mir, kommen Sie. Die Peachy, die ist schon wieder wütend. Gar nicht. Bin gut gelaunt wie eh und je. Hör ich doch, wie du hier alle abballerst. Nein. Nur in deinen Träumen. Oh. 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 Ja. Der ist ganz schön fett, kann das sein? Ja. Sehr, 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 sehr fett. Oh oh. Und das Schlimme ist, ich glaube, ich werde sterben.
Oh oh. Ja, nicht nur du. Oh, keine Muni. Scheiße. Nee, das kann ich vergessen, dass ich den töte. Oh, Schiedekowski. Ja, der bringt mich um. Jetzt bin ich verreckt. Ich auch. Läuft voll Gas! Sehr gut. Dann starten wir halt wieder zusammen. Du wirst im Tod keinen Frieden finden, du Wurm. Danke. Oh, schau mal, was müssen wir denn da drehen? Ja, da war ich ja gerade eben, aber du warst oben, deswegen bin ich zu dir gekommen. Was müssen wir da drehen? Einfach mal losdrehen. Ja, so dass alle grün bleiben. Ja, ist doch grün. Schließ die verseuchende Leitung. Wir müssen die irgendwie schließen. Dass alles rot ist. Ach so. Stell die Pumpen ab. Ich will die Schnuckels retten, nicht in noch mehr Suppe ersäufen. Scheiße. Wir drehen einfach mal Fuyuet durcheinander. Also, das machst du jetzt einmal. Warum? Aber wenn zwei drehen, ist scheiße, oder? Wir haben's. Keine Ahnung, was wir gerade gemacht haben, aber hat funktioniert. Gut gemacht. Jetzt, wo der Schleim weg ist, können die Schnuckels rauskommen und nach Herzenslust rumtoben. Lauf durch den Müll und rette die Schnuckels. Ja, okay. Schnuckel! Schnucklinos. Eine Sauerei. Irgendwer der Gang. Mal klären. Du liebe Zeit, was sind das denn für Viecher? Die gefallen mir nicht. Oh, Torque. Töte sie, ja. Töte sie alle. Naja, super. Erst schön hier reinlocken, ne? Können wir nicht einfach nochmal wieder die Soße anmachen? So, rein theoretisch. Gar keine blöde Idee, rein theoretisch. Ich glaube, was Großes in diesem Container steckt. Aber ich glaube, es wartet was Großes auf uns. Zumindest so, was sie gerade erzählt hat. Was ist... Aua! Da, zack. Ist auch geiler Name, nicht ganz so schnuckeliger Torque. Killes! Ist es! Fress es auf! Okay, sie kriegt einen kompletten Anfall. Bist du deppert oder was? Okay. Madel. Sauhund. Noch widerwärtigerer Torque. Der gerade von Maxi so kassiert. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ein weiterer produktiver Tag für die Konkordianische Befreiungsfront. Ein weiterer Triumph für die Natur. Und wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass die Natur immer siegt. Komm zurück, dann bezahle ich dich für deine wertvollen Dienste. Ja, es wird dein Glück gewesen sein, ey. Was bist du denn für eine Zicke? Oh Mann, töte, also wieder töte, zurück. Töte. Naja, die ist auch psychisch nicht ganz sauber gewesen. Töte! Um das freundlich zu sagen. Also wieder zurück. Die Peachy ist schon wieder im Sing-Modus. Ja, das muss ich abschalten. Abstimmen. Singing in the rain. Musst du abschalten? Warum? Ja, singst du in anderen Let's Plays auch? Kommt schon mal vor, glaube ich. Sollte ich wirklich abschalten? Das möchte ja keiner hören. Ich weiß nicht, ich habe dich noch nie richtig singen hören. Ah, das ist auch gut so. Lalalala. Reise, ich glaube, dann wirst du dir auch denken, oh mein Gott. Naja, ich kann selber nicht singen, also von daher denke ich gar nichts. Du hast mich doch einmal gehört, singen. Wo, wann? Es war so, wir haben ein bisschen gequatscht im TS. Und ich war dann ach, in der ja, stimmt. Küche ja, ja. Und habe, ich dachte echt, ich habe aber auch die Türen zugehabt und alles, aber ich habe das Mikro noch angehabt. Ich habe dann doch so ein total tolles Mikro. Das heißt, Max hat dann doch einiges gehört.
Und ich singe auch, wenn ich koche, singe ich. Singe ich mit. Also kann ich bestätigen. Ey, was? Kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen? Achso, soll ich fahren oder fährst du? Nee, du fährst schon. Du hast es. Du machst es. Immer schön dem Symbol nach. Ja, ja. Lass mich erstmal orientieren. Oreo. Oreo. Uhuhu. Ich bin da ganz tief entspannt. Ich vertraue dir da voll. Ja. Das total. Ist schön, wenn es wenigstens einer macht. Da ist Lava. Nochmal Lava. Aber ich glaube, du kannst. Komm, riskier es. Volljump. Vollgas. Ja? Aber volle Kanne. So. Juhu. Ey, ist locker flockig. Hallo. Hoppala. Schaut euch mal die Kuserin an. Zum Strat, ha? Ich glaube, wir können eh schon raus. Da können wir hoch. Ach nee. Da können wir hoch. Brauchst du nicht hochfahren. Ah, papa, pap. Ich bin schon draußen. Oh nee, da kommen wir gar nicht hoch. Doch. Höher. Ich hab die Wachen bestaut. Ey, warum komme ich da nicht hoch? Einfach durch die Security. Du wolltest denn nicht. Sie wollten ja nicht mit mir mitfahren. Komm, ich bin voll da. Ein finales Rennen. Oh. Wer ist als erstes drin? Ich. Mission abgeben. Sehr gut. Wir zwei haben da draußen den Karma-Jackpot geknackt. Grenade. Ja, ich nehme die Granate, oder? Ja, oh, ich habe schon das Neue angenommen. Entschuldigung. Macht ja nichts. Die Volksfront von Concordia braucht dich dringend. Wir haben noch zu wenig Mitglieder. Darum hat Gabby ein paar Plakate designt. Würdest du sie abholen? Sie sind in unserer geheimen Basis. Oh, Scheiße. Eine Feuerwaffe könnte übrigens ganz nützlich sein. Lass mich raten, weil du längst den Text gelesen hast. Was? Weil du den Text gelesen hast, dass man bei der Mission scheitern kann. Ja, das ist 4 Minuten, Schätzelein. Hallo, 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 warte, wir brauchen das Auto. Für solche Missionen braucht man immer das Auto. Oh, ich hasse sowas. Ich vertraue dir zwar, aber ich fahre. Ja, ich war gerade eingefasst. Sobald wir die ersten Dinge aufgehoben haben, geht das, glaube ich, los. Das heißt, wenn du Plakate von unseren Gegnern siehst, fackel sie ruhig ab. Das würde mir bei den ich sehe aber keine Plakate. Pluspunkte einbringen. Oh, abgeschlossen und ich Dummchen, ich habe den Schlüssel hier, aber wir haben keine Zeit. Ich werde attackiert. Oberlicht ein. Was? Du sollst durch das Oberlicht rein. Wie komme ich denn da hin? Weiß ich nicht. Ich habe hier gerade ein bisschen zu kämpfen mit, hallo? Habt ihr eigentlich irgendwie ein Problem da, hier? Hey. Ich weiß nicht, wie ich da drauf komm. Erstmal müssen wir hier diese blöden Dinger töten, weil die nerven mich gerade. Vollgas nerven die. Oh, ey. Was ist denn mit diesen kleinen Mistviechern? Sauerstoff? Ich brauch Sauerstoff. Sauerstoff? Gibt's hier irgendwo Sauerstoff? Ja, da wo du stehst, oder? Ja, hier muss man. Eigentlich, wenn man hier irgendwie reinkommt. Ey, es gibt das doch jetzt nicht. Das gibt es nicht. Das kann sein, ja. Oh. Brauch auch mal kurz Sauerstoff. Oh ja, ich auch. Ich habe nur noch 27. Man, wir losen ja voll ab hier. Was ist da los? Ja, das müssen wir auf jeden Fall bei den anderen beiden dann schneller hinkriegen. Ne? Was ist denn eigentlich mit diesem blöden... Ey, die regt mich so auf, ne? Okay, da komme ich nicht.
Ja, aber da, wo du warst, ich glaube, das ist schon die Lösung. Das ist die Lösung. Ja, ich bin oben. Bist du? Ja, über die Dinger ist man hochgekommen, wo du vorhin drauf standest. Ach, ich fühle mich gleich so intelligent. Oh nein, ich habe total die Zeit vergessen. Jeden Moment fängt ein Volksfront-Vorstandsmeeting an und ich kriege riesen Ärger, wenn ich nicht über irgendwelche Aktionen... Wie komme ich jetzt wieder raus? Hallo. Schnell, ich markiere auf deinem Echo, wo die Plakate hin sollen. Okay, jetzt läuft die Zeit. Ja. Zacki, zack. Bist du drin? Ja. Ja. Jetzt muss der Max immer wieder, jetzt muss er zaubern. Wir hätten vielleicht auch zwei Autos holen können. Ich krieg einen Anfall. Gut, dass du es sagst. Ich hole in der Zwischenzeit ein anderes. Aber wo? Hier. Eins. Nimm du das Auto, was draußen steht. Ich hole mir ein anderes. Mhm. Nein, ich kann nicht. Man kann bloß mit einem. Man kann keine zwei holen. Okay. Jetzt musst du halt kurz fahren. Schaffst du schon. Da ist schon eins, genau. So. Raus. Wow, was war das jetzt? Soll ich weiterfahren? Ich fahr weiter. Ja, mach ruhig. Ich versuche mal woanders hinzulaufen. Hallo? Mach doch mal was, warum kann ich da nichts machen? Ich weiß es nicht, du bist so weit weg von mir, weil du mit dem Auto gefahren bist. Ich bin eigentlich direkt am Plakat, aber ich kann... Du musst es verbrennen, schieß mal drauf. Wenn ein Plakat schon dran steht, musst du es verbrennen. Perfekt. Oh Scheiße, jetzt bin ich tot. Oh nein. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Gar nicht gut. Aber mach weiter. Mach weiter. Ja, ich bin dabei. Weil ich werde jetzt definitiv sterben. Oh, tschüss. So, ich lauf weiter. Wir können das schaffen. Mhm. Ich lauf durch das, zu dem, was ganz, ganz hinten ist. Ich weiß jetzt nicht, wo ich rauskomme. Also bei mir bist du laut Navi. Ja. Zu dem anderen näher dran als zu dem, was ich gerade lauf. Oh mein Gott, die schießen halt so hardcore auf mich. Da muss ich jetzt aufpassen, dass der mich nicht tötet, weil sonst war's das. Eigentlich hätte ich jetzt doch noch ein, besser mal noch ein Auto geholt, aber... Aber wenn ich jetzt meins schaffe und du schaffst deins, dann haben wir es auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Oh, Scheiße, nein, ich sterbe schon wieder. Nein. Oh, um Gottes Willen. Was ist jetzt? Wo ist das? Ist drinnen, oder? Ja, ist drinnen. Ich hab's. Also ich hab meins. Scheiße, warum kann ich nichts machen? Ich kann nichts machen. Ey, ich krieg einen Anfall. Ich hab's. Hast du? Ich hoffe, schaffst du deins? Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig bin. Oh Gott, ich... Ah nee, da bin ich jetzt... Oh. Ich fahr grad. Ich versuch's noch irgendwie. Nein, da geht's runter. Nein, ich brauche eine Brücke. Ich komm da nicht rüber. Raus da. Kann ich hier noch raus? Ach, 20 nee. Sekunden, ne? Scheiße, Mann, ich bin, Ich hab's, ich glaube, ich hab's gleich. Du? Ich lauf grad. Ich hab's. Ah ja, sehr gut. Oh. Lecco mio. 8 Sekunden, knapper geht's nicht, ne? Ja, und ihr müsst mich natürlich gleich wieder töten, ne? Ihr Scavs müsst gleich übertreiben. Nächstes Level! Level up. Ja, jetzt gibt's zur Strafe. Gibt's halt einfach nur Schläge von Maxi. Ich helfe dir und rette dich.
Oh, ich sehe dich laufen. Ich laufe jetzt da weg. Ich mache jetzt hier, eine Biege. Na hier, super. Weil hier gibt's nichts außer Gegner, die mich nerven. Ich bin oben weggefallen. Oh, wie komme ich nach hoch? Das ist nicht gut. Nee. Besonders, so, weil ich auch noch Sauerstoff brauche. Haha! Oh. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass der auf mich schießt. Lass mich in Ruhe. Tja, das haben wir noch gut hinbekommen. Ja, ja. Voll. Mission abgeben, dann haben wir das auch. Aber mit dem Auto ist man so schnell, ne? Und zu Fuß ist man echt mega langsam. Oh oh. Oh oh. Ich sterbe. Warum? Der Maxi hat sich etwas überschätzt und ist in die Lava gejumpt. Ach so, ja, da kann ich dich aber auch nicht einmal retten. Nee. Aber ich glaube, das war gar keine so schlechte Idee. Also Idee war es nicht wirklich, Missgeschick. Hopsa. Oh, ich bin plötzlich in deinem Auto drin. Hopsa. Ja dann. Ja, weil ich mich dahin teleportiert habe. Aber wir sind eh da, wir können aussteigen. Ja. Noch die Mission abgeben. Was gibt's eigentlich Schönes? Ach, die Schwierigkeit war hart. Na dann. Mhm. Da lachen wir ja nur müde drüber, oder? Oh, hey Karen. Gebäck gefällig? Ist auch glutenfrei. Glutenfrei. Dann war's das eh schon wieder. Ich war schon wieder. Ja, war schon wieder. Der Wahnsinn. Hören wir uns noch kurz an. Die Zeit vergeht. Was hörst du dir an? Was der da gerade textet. Oh. Ich hab gar nichts mitgekriegt gerade. So, das habe ich noch gemacht. Nee. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal weiter, oder? Mit der nächsten Mission. Ich freue mich. Lasst uns ein Däumchen da, schaut bei der Peaches vorbei und... Ja, ich würde auch bei mir mal vorbeischauen. Genau, schau mal bei dir selber vorbei, ob das so alles läuft. Und dann schaut das nächste Mal wieder rein, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi, ciao. Ciao.